Hallo und herzlich willkommen zu Lords of the Fallen New Game Plus. Und wir versuchen das Umbral-Ende zu triggern. Allerdings müssen wir eine kurze Pause einlegen, denn ihr glaubt es nicht, beziehungsweise vielleicht schon, vielleicht ja doch. Also, der Pumpkin-Patch kam gestern Abend. So, und wir haben jetzt, ja, 2 Uhr gleich, also am nächsten Tag, Freitag, 2 Uhr. Und das Ding ist schon gelöst worden. Jedenfalls habe ich bei Jack FromSoft sehen können, wie es gemacht wird. Und das möchte ich natürlich, folgendermaßen. Wir müssen 5 Kürbisse einsammeln. Zu dem ersten laufe ich jetzt hin. Blöd ist natürlich, dass ich hier im New Game Plus bin und dass ich, ja... nur begrenzte Überreste habe. Ich frage mich, ob das ein geheimer Pfad ist. Tja. Wer hat denn da gerade auf mich geschossen? Naja. Spielt auch keine Rolle. Gut. Es war Brücke, aber... So, wir müssen zurück ins Startgebiet. Da ist wohl Kürbis Nummer 1. Ich mache es in chronologischer Reihenfolge, weil ich weiß nicht, ob man die wie auch immer einsammeln kann oder ob man sie in chronologischer Reihenfolge einsammeln muss. Ich mache es jetzt einfach in chronologischer. Also so, wie es bei Jack beschrieben wurde. Pisst euch. Leine. Ach, guck mal an. Seht ihr mal, ne? Deswegen, ich könnte mich wieder so in Arsch beißen, ne? Ich könnte mir wieder so in Arsch beißen, weil, ja, die erste Folge, die ich aufgenommen hatte, war halt vor dem Patch, ne? Und ich weiß nicht, also... Vormals war es eben so, dass die Dinger blockiert waren, oder? Guter Mann. Zerreißen wir sie. Na? Jetzt sind die Sachen auf jeden Fall machbar. Also. Die Überreste. Oh. Lass es. Oh, bitte. Könnt ihr bitte diesen Scheiß patchen, dass mein Mannequin immer nach vorne gucken will? Grundsätzlich gilt, wo meine Kamera hinguckt, ist vorne. Egal, was mein Mannequin hier
zu erzählen hat. So, ja, nehme ich mal an, ne? Du bist das. Scarecrow! Junge, bringst mich um? Bring ich dich auch um. Das habe ich gar nicht gesehen, habe ich keine... Doch, da sind die auch. Da sind die Augäpfel. Alles klar. Fiesen Möb. Wirklich. Fieser Möb. Ich hab's gehört. Ich hasse dich. Deine Flocken. So. Hey. Und hier ist Kürbis Nummer 1. Zwei Umbaureste. Mehr müssen wir auch nicht machen. So, teleportieren, ab zur Himmelsrast. So. Schritt 2. Warum ich das mache, weiß ich gerade gar nicht. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ja. Für so einen coolen Kürbishelm. Hoffe, dass der cool ist. Mache ich das mal. Das bedeutet wahrscheinlich wieder Stress ohne Ende. Aber irgendwas ist ja immer, ne? So, wo ist der Arsch, der mich letztes Mal vom Hocker getreten hat? Da. Pisser, du. Wo? Zieleine. Ja, sicher. Ja, sicher. Hau ich dir einen in die Fresse. Ist doch gar kein Thema. Oh, Junge. Wolltest du?
Machen wir, gar keine Frage. Mit wem kämpft er da unten? Weißt du, die können mich anvisieren auf die Distanz, aber ich sehe nicht, wa? Gar nichts mitgekriegt. Dieses Zielsystem, ne? Komm. Ihr seid zwar keine Bedrohung, aber wenn ihr nicht weg seid, kann ich nicht. So. Tschüss. Zieleine. Gut. Gucke ich mal kurz, ob der Überrest hier eventuell auch jetzt anwählbar ist. Nein, ist er nicht. Nur ein Kürbis. Das ist in Ordnung. Oder auch nicht. Das saugen wir mal eben ab. Jetzt weiß ich nicht, kann ich da unten was pflanzen? Ich glaube nicht, ne? Ja, komm. Dann hauen wir da mal eben Flocken rein. Weil ihr wisst das, ne? Jump and run. Ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Arschloch, ne? Jo, da ist der Arsch. Piss dich. Da bist du ja. Junge. Was ist denn dein Begehr?
hau ich dir hart auf die Fresse. So. Wisst ihr was? Die. Einfach, weil ich's kann. Wisst ihr, dieses bescheuerte. Jump and run hier, ne? Hau ab. Das haben die doch absichtlich gemacht, ne? Die haben doch hier solche ja, Billos hier hingepackt, nur damit mein Zielsystem randaliert, oder nicht? Da kann mir doch keiner erzählen, dass die Leute sich gesagt haben, das ist eine geile Mechanik. Genau das brauchen wir. Überall verstecken sie sich hier, die Maden. Ein Hoch auf dieses Zielsystem. Lasse es. Ja, ich bin ein bisschen grantig, ne? Liegt aber an der Jump-and-Run-Passage, die ich Gott sei Dank. Abschließen konnte. Gib mir das. So geil das Licht hier, ne? Gut. Hier gibt's einen Dude. Aber leider keine Flockenpflanzung, oder? War dem nicht so? Hier auch nicht, ne? Aha. Naja. Oh, verkehrt. Divine Adir, witness this offering I make to you. Okay. Schön, zwei Umbralreste. So. Oh, der war knapp. Das war knapp. So.
Brauchen wir. Brauchen wir. Geht mir nicht auf die Eier. Schnell weg hier. Da ist Dannmeier, alles klar. Da oben, das Schwert habe ich sowieso noch schon, deswegen ist mir jetzt nicht so wichtig. Wir machen jetzt erstmal. Hier. Der Luke auf. Und dann wird gelootet. Ein schwacher Kraftschädel. Guck mal, hier eine fette Truhe. Mit Wickel des Anführers, Beinkleid, Gewand und der Maske des Anführers. Schön. Schön, 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 schön. So. Haben wir das? So, dann holen wir uns... den nächsten Kürbis. Erstmal hier den Stich der Prinzessin und dann ist hier Kürbis Nummer 2. Schön! Haben wir das! So, und wenn wir dann schon mal hier sind, dann können wir auch den gequälten Häftling befreien, ne? So. Wo waren denn noch die Dinger? Die Treppe rauf. Ach so, muss hier rüberspringen, ne? Wieder ne. Wieder Jump and Run. Das lieb ich ja so. Wir lachen auch nichts mehr, ne? Gott. Jut. Haben wir das? Hm.
Die versengende Anschuldigung. Alles klar. Hier haben wir alles weggeholt, ne? Ja, aber ich hatte euch ja den Reim vorgelesen, ne? Was stand da drin? Den hatte ich mir extra übersetzt. Einer wohnt inmitten der Gesellschaft der berühmten Toten. Ein anderer im einsamen Weiler, wo die Straßen rot waren. Ne? Ja klar, Rothain. Ne? Rothain ist der, ist halt doch nicht in chronologischer. Also wäre das hier wäre der erste gewesen. Ne? Einer wohnt inmitten Gesellschaft der berühmten Toten. Ne? So, ich nehme mal an, das sind hier die berühmten Toten. Hör auf. Komisch. Normalerweise haben die direkt hier die Leichen aufgebahrt. Also normalerweise steckt man die in so einen Sarkophag, ne? Na gut. Andere Länder, andere Sitten. Ja, Rothain. Hätte man drauf kommen können. Allerdings nicht in ein paar Stunden. Keine Ahnung. Ich nehme mal nicht an, dass Jack selbst drauf gekommen ist. Ich nehme mal an. Such a minor noble. I'm putting my own happiness before the good of the royal line and the welfare of Mondstadt. But they don't see in her all of the things that I do. This kingdom is my home. And I will do everything I can to protect it, as I always have. As you did, Mother. But I refuse to accept that that requires forsaking the woman I love. Sophia only makes me a better man, a better king. And Mondstadt will be all the stronger with her at my side. Gut, haben wir das auch? Ey, wolltest du raus? Hier, kriegst die versengende Anschuldigung. Bitte, bitte. Kannst du haben. So, dann hatten wir hier auch noch was, ne? Gib mir das. Den bebenden Kraftschädel. Den hätte ich gerne auch. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja gut. Hat das wenigstens hingehauen, ne? So, jetzt habe ich ja den Schlüssel. Okay. War gar nicht hier. Ist in Ordnung. Hier war die Tür. Ich habe ein bisschen an der Farbe rumgedoktert. In der Hoffnung, dass es dann für euch auf YouTube ein bisschen schöner aussieht. Allerdings
Ja, sieht jetzt das Schwert von Pieta für mich eher orange aus. Nur weil YouTube immer die Videos immer so ein bisschen blasser macht, ne, dachte ich mir, okay, mach bisschen mehr Farbe. Wenn YouTube das wieder blasser macht, ist es für euch vielleicht angenehmer. Pucci. Gut. Ach so, stimmt ja. Wenn wir denn dann schon hier sind, ne, dann kann ich auch mal mit der Frau sprechen, ne? Hello again, deathless one. I'm glad you were able to free yourself from behind those bars. Perhaps it was the golden gallant who put you there. I couldn't see him by firelight. I wonder where he went. Witness the woe of living rock made flesh by the arrogance of gods. When I carry only thunder in my heart, I worry lightning will strike me twice. Will you bring news of this fallen one's kin? Ah, my invitation reached you. Weißt du was? Ist mir Latte, gib alles her. Ja, muss ich noch mal wiederkommen. Gar kein Thema. So, jetzt muss ich noch eine andere Sache machen, die ich eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Ich muss mal wieder in diesen bepissten Pilgersitz rein. Gut ist natürlich, dass der Glockenturm als Überrest noch am Start ist. Gut, so, teleportieren, meine Fresse, ich wollte es nicht mehr machen. Ich wollte es nicht, egal. So, Plan sieht wie folgt aus, ich renne zu Dieter, ne? Kann ich gar nicht, ich muss den blöden Boss killen, stimmt ja. Glaub ich, ne? Egal. Mach auf. Und dann renn, Schlampe. Ja. Tschüss. Oh. Ich bin mächtig. Na gut. Das.
Fiese Sache, ne? Fiese Sache. War hier nix? Doch, da war doch was, sag ich doch. Ach, komm. Hasse euch. Piss dich. Scheiß Vieh. Dann hau mal einen Flocken hier hin. So, und dann mal schauen, ob wir hier... Hat eigentlich gut hingehauen, ne? Von daher... Ich glaube, ich hau Glockenmann regulär weg. Otto! Lass es. Habe ich echt hier andere Kampfhaltung genommen? Na egal, nicht schlimm. Nicht schlimm. So. Komm. So, dran denken. Der Typ ist mit einem Parasiten ausgestattet. Den müssen wir wegmachen. Ah, super hingehauen. Komm, Glockenmann. Er hat immer noch seinen Parasiten. Wo ist er? Da. Ah, gut. Das mache ich jetzt aus Demonstrationszwecken, um euch zu zeigen, wie ihr den wegmachen könnt. Ne? Also der kommt hier hoch. Dann lauft ihr hier runter. Ja, mach mal deinen Impuls. So. Und dann kriegt der Dude. Bam! 6275 Schaden. Das ist mehr als beim ersten Mal. Erstmal hat er 2000 Schaden gekriegt. Aber ich nehme auch mal an, der hat jetzt mehr Leben, ne? Ah ja, Gott. Komm, Glockenmann. Komm. Arsch mit Ohren, du. So. Wir kriegen nur minimalen Fallschaden. Glockenmann kriegt richtig dicken Fallschaden. Finde ich ja gut, dass sie das wenigstens nicht gepatcht haben. Komm, Glockenmann. Folge ist gleich rum. Komm. Bam, 6250. Komm, Glocke. Na, aber der kann kraftvoll zuhauen, ne?
Ich glaube, 5-mal muss man das machen. Ne? Jetzt ist er 3-mal schon runtergefallen. Ne? Oder 2-mal, ich weiß es nicht. Komm, Glocki. Also wie gesagt, reine Demonstrationszwecke. Wenn ich wollte, ne, könnte ich Glocki so ein vor die Nuss hauen. Quatsch. Ich glaube, ich bin der größte Souls-like-Noob, wo gibt. So, komm, Glocki. Ich habe trotzdem keine Lust. Du hast zwar nur noch so ein bisschen, aber... Wenn wir den Scheiß schon angefangen haben, dann ziehen wir das jetzt auch voll durch. Glocki. Komm. Bam. Hammer des heiligen Widerhalts und Überreste Samen. Sehr schön, Glocki. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mehr hast du auch nicht. War ich beim letzten Mal schon verwirrt gewesen. Oh. Hier liegt noch was. So. Euch hauen wir nochmal ein vor die Nuss. Kann ich jetzt hier einen flocken? Ja, komm, dann flocke ich einen, ne? So. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal den Zauber. Und dann ist das gut. So. Einmal ausruhen. Okay. Lass das. Wo ich das erste Mal hier war, ne, da waren selbst die Typen eine große, große, große Herausforderung. Eigentlich war das jetzt dumm. Ja, das war dumm. Wisst ihr was? Oder ich, ne? Was kostet denn? Ja, komm. Was habe ich dann noch? 2000. Boah. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben Kürbis Nummer 1 und 2 haben uns, unter den Nagel gerissen. In der nächsten Folge, schaue ich mal. Ne? Kürbis 3 müsste hier irgendwo rumliegen. Und was mit 4 und 5 ist, bringe ich in Erfahrung. Ich wünsche euch was. Bye, bye.